Herzlich willkommen zu meinem neuen Rezept. Heute bereiten wir einen gedeckten Apfelkuchen zu. Die genauen Mengenangaben sowie alle Zutaten findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst vermischen wir das Backpulver mit dem Mehl. Anschließend kommt der Zucker und der Vanillezucker dazu. Die Butter in kleine Stücke dazugeben. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein kostenloses Abo hinterlässt. So verpasst du kein neues Rezept mehr. Alles gut miteinander verkneten. Ihr könnt euren Teig jetzt mit den Händen fertig kneten oder so wie ich einfach in der Küchenmaschine ordentlich durchkneten lassen. Nun kneten wir noch die Eier dazu. Den Teig so lange kneten, bis sich alle Zutaten ordentlich miteinander verbunden haben. Ich knete den Teig nochmal mit den Händen ordentlich durch und lasse ihn dann für 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. In der Zeit kümmere ich mich um die Äpfel. In eine Schüssel den Zitronensaft, den Rum und einen Schluck Wasser geben. Die Äpfel werden nun geschält, entkernt und in feine Scheiben geschnitten. Jeden Freitag um 19.30 Uhr findet ihr ein neues Rezept auf meinem Kanal. Ihr könnt auch zu euren Äpfeln etwas Zucker dazugeben. Zum Schluss geben wir noch den Zimt dazu. Der Teig wird in zwei gleich große Stücke geteilt. Beide Hälften ausgerollt. Ich mache das gleich auf dem Backpapier. Nun werden alle Äpfel gleichmäßig auf dem Teig verteilt. Dieser Kuchen lässt sich auch prima einfrieren. Die zweite ausgerollte Hälfte kommt jetzt einfach über die Äpfel. Die zweite Hälfte habe ich auch auf einem Backpapier ausgerollt und ziehe das jetzt einfach ab. Der Kuchen wird nun bei 180 Grad für 30 Minuten gebacken und dann für weitere 15 Minuten bei 170 Grad. Natürlich zeige ich euch noch den Anschnitt. Ich hoffe, ihr habt wieder Freude mit meinem Rezept und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Kathi.